So, wir machen das jetzt mal im Schnelldurchgang hier. Geht doch schnell. Siehst du? Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Wir dürfen aber auf jeden Fall nicht nochmal verrecken. So, er möchte jetzt eh nur sniffen. Sehr schön. War doch easy, ne? Ja, finde ich auch. Sie nervt aber richtig. So. So, ein bisschen schneller bewegen, nicht, dass sie doch hinterherkommt. Oh, Scheiße, Alter. Boah. Ich hab grad. An Shanes Studienberater, bla bla bla. Shane leidet derzeit unter einem Nervenzusammenbruch. Die erste Diagnose zeigt, dass Shane an stressbedingten Halluzinationen leidet. Zudem sind da noch neurologische Probleme, die bisher nicht näher bestimmt werden können. Er muss daher unter ständiger Kontrolle der Psychiaters gehalten werden. Okay, im Interesse von Shane. Und all seinen Vormund möchte ich ihn hiermit entschuldigen, bis er wieder vollständig rehabilitiert ist. Grüße, Shukit Pathanaket. Da kommen wir nicht durch. Da auch nicht. Also sie muss sich ja mit irgendetwas verteidigen, ne? Und deswegen hat sie halt ein Teppichmesser. Aber glaube mir, das Geräusch ist geil. Also finde ich. Das haben sie echt gut mit reingepackt. Und das, was ich richtig gut finde, ist, du kannst, ne, wenn du dich drumherum drehst, ne, dieser Dolby Surround, den du hier hast, ne? Du kannst direkt ausmachen, ungefähr. In welche Richtung sie gerade steht. Das funktioniert hier einwandfrei. Das sollte mal Tarkov nehmen, ey. Escape from Tarkov sollte hier sich hier vielleicht nochmal so eine Scheibe abschneiden. Ey. Das wäre geil. Vor allem, weil die Server wieder scheiße laufen. Welcher Spind ist es denn? Ich glaube der hier, ne? Ich kann nicht sehen. Fuck. Okay. 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 Oh. Nicht gut. Home Sweet Home. Guck mal da. Da oben. Da ist das Spiel. Die machen so Werbung dafür.
Ei, das da unten, das sieht nicht so schön aus, ne? Nee, lass mal sein, hier müssen wir nicht lesen. So, mal reinstellen und say goodbye. Oh, wo sind wir denn jetzt? Verlasse diesen Ort. Okay. Kannst du. Oh, Scheiße! Oh Gott! Meine Fresse, ey. Wenn alle Kerzen aus sind, könnte sich die Tür öffnen. Ich habe mich gerade so verjagt als dieser Brecheisen. Scheiß Brecheisen, ohne Witz, ne? Also das. Oh. Bin nur drüber gelaufen. Sie ist jetzt rechts. Überall diese scheiß roten Fäden wieder, ne? Gut reagiert, Alter. Scheiße. Jeder Mensch hätte sich schon so dermaßen hart in die Hosen geschissen. Definitiv. Ja, bin ich mir sicher. Ich glaube, das hätte keiner durchgemacht. Niemals. Nee. Never ever. Ja. Alter! What the fuck? Was hat sie da gerade gemacht, Alter? Was hat sie da gemacht? Sie hat ja gerade auf den Tisch geschlagen. Warum? Also wirklich, das Spiel, also für das bisschen die paar Euro, ey, ohne Witz, heilige Scheiße, ey. Warte mal, 102? Hä, warte. Ach, Scheiße, ja, ich weiß wohin. Ach, fuck. Ah, sie dreht sich wieder um. Und. Puh. Und. Puh. Das war keine Absicht. Nee, Phoebe, ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Fuck. Sie kommt jetzt hier durch, bestimmt. Okay, da kann ich mich verstecken. Ah, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt.
Kommt sie durch die Tür oder kommt sie nicht durch die Tür? Komm. Natürlich kommt sie. Wo ist sie denn jetzt? Direkt vor mir ist sie. Also im Flur oder im Raum? Sie geht nach links. Ich glaube, das waren alle, oder? Alle Kerzen? Ich glaube, das waren echt alle. Ja, guck mal, hier können wir uns verstecken. Ja, das waren alle. Okay, sie kommt. Aber wir spielen das Spiel schon echt lang, muss ich sagen, ne? Wir haben es jetzt schon 2:11 Uhr. Krass. Es kommt hier rein, oder? Schneller, schneller, schneller. Nicht rennen. So, Tür ist offen. Nice. Können weiter. Tür schließen. So, alles gut. Alles gut, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, mir wurde schon die Tür geöffnet. Oh Gott. Wo bin ich hier? Ist Jane hier? Glaub nicht. War das? Nee, wir lassen den Schnapper. Das war nicht das Messer. Alles gut. Hey. Okay, wir gehen zuerst hier in den Raum gucken. Okay, hier scheint alles safe zu sein. Puppe voller Nägel. Okay. Wessen Gesicht ist? Ach du Scheiße, Alter. Wer macht denn sowas? Eine gruselige Puppe voller Nägel, auf der das Gesicht einer Frau befestigt ist. Ei. Okay. Krasser Scheiß. Krass. Ja, alles gut. Ob sie vielleicht noch kommt oder ist sie das Mädchen mit, die uns die ganze Zeit mit dem Teppichmesser da aufschützen möchte? Da hat irgendjemand gerade gezeichnet.
Willst du mich gerade verarschen? Okay, so. Geile Bilder. Zeichnen konnte sie. Ein mysteriöses Symbol. Das sind wahrscheinlich Zahlen, die da draufstehen. Auf dem etwas geschrieben steht. Womöglich eine Art Symbol. Ah, Symbol, meinst du? Oder vielleicht steht da 1 minus irgendwas, eine 3 oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Also ein Symbol. War ja klar, dass die Tür wieder zugeht. Was passiert jetzt hier? Tagebuch. Einen weiteren Tag lang nichts tun und zu Hause rumhängen. Tim rief mich an und sagte, er wäre noch mit der Arbeit beschäftigt. Mit der Arbeit, wahrscheinlich mit der Sekretärin. Obwohl er mir versprochen hatte, wir würden heute ausgehen. Er muss sogar an seinem freien Tag arbeiten. Was soll das? Was ist mit unserem freien Tag? Manchmal denke ich, es könnte an mir liegen. Ich war im Reden nie so gut wie im Schreiben. Ich denke, ich sollte etwas für ihn tun. Ihm einen Gefallen tun. Für ihn da sein. Jetzt sucht sie den Fehler bei sich. So ein Schwachsinn. Muss ich mich für ihn verändern? Nein. Ich werde diesen Gedanken nicht mehr los. Verändern musst du dich aber schon gar nicht für diesen Bastard, der wahrscheinlich fremd geht. Wovon ich ausgehe. Das ist wieder das gleiche Bild. Eieiei, da hat jemand kopiert. Das dritte Symbol. Okay, es sieht gleich aus. Alter. Junge, hier kannst du aber kreativ werden, ne? Zumindest was die Wände betrifft. Der Bann der Lüsternheit, das ist die Fortsetzung. Keine tatsächliche Anziehung. Das Opfer wird vom Geist der Puppe besessen. Es verliert womöglich sogar seine Identität. Der Geist folgt seinem Beschwörer bis zum Tode des Wirts. Da bereits der Versuch einer Trennung zu immensen Schmerzen führt. Geist und Wirt bleiben für immer vereint. Eieiei. Was haben wir hier? Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Ich würde das erstmal so lassen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen noch einen Zettel. Guck mal, da hinten. Da hinten geht's weiter. Da kommen wir auch noch hin, wahrscheinlich. Finde das Passwort. Ja. Guck mal, die Puppe haben wir schon gesehen. Die war unten in dem Gewölbe. So, was haben wir hier? Das ist das nächste. So, das ist wahrscheinlich das letzte, was wir brauchen. Ah, wusste ich doch, dass es Zahlen sind. Das sind keine Symbole, es sind Ziffern. 953. Boah, Mann, bin ich gut. Ach so, Ach nö. War knapp. Das war ein knappes Ding.
dreht. Nee, sie dreht sich nicht um. Schiss. Okay, sehr schön. Hier können wir uns verstecken. Hat gut funktioniert, Leute, ne? Boah, übelste Lags gerade gewesen. Heilige Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie hin? Noch ein Stück. Eigentlich sollten wir das Ganze doch schon voll haben, oder nicht? Warum ist sie denn jetzt schon wieder hier? Hallo? Was? Kannst du zaubern oder was? Sie ist schon wieder hier dran. Hä? WTF? Es hat sich alles verändert. Okay. Sie kommt. Oder? Sehr schön. Alles gut. Alles gut. Soweit, so gut. Tür, 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 Tür. Scheiße. Was? Nix. Fuck that bitch. Mann, fick dich! Oh Scheiße, Alter! Schrank, 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 Schrank! Mensch, ich hätte fast... Ich wusste nicht, ob sie jetzt von links oder rechts kommt. Sie war zu dicht dran. Scheiße. Oh, plötzlich hat sie mich gesehen. Alter. Ey, ohne Witz, ne? Also das Spiel gefällt mir. Loon, du kennst ja das Spiel, ne? Wie lange brauchen wir ungefähr noch, um es durchzuspielen? Weißt du das? So, ich versuche jetzt nochmal die Tür zu öffnen. Ja, das war zu schnell, das war... Scheiße, das ist eh zu... ach so, okay. Ich muss nur da durch die Tür wahrscheinlich. Doch, doch, Phoebe, heute kriege ich es noch durch. Achso, du bist mega der Schisser, aber
Deswegen guckst du nur zu, anstatt das selbst zu spielen. Nice. Abschiedsbrief. Jemand des Abschiedsbrief, in dem geschriebenen steht Vater, Mutter. Es tut mir unheimlich leid. Ich befinde mich unter fürchterlichen Schmerzen. Ich kann nicht ohne sie weitermachen. Okay, ich muss bei ihr sein, wo auch immer sie ist. Nichts kann uns voneinander trennen, nicht einmal Tod. Andere Mütter haben auch schöne Schwiegertöchter, ne? Sagt man ja immer so schön. So, jetzt die Frage, kommt sie mit raus oder eher nicht? Okay, Fahrstuhl haben wir hier. Toilette können wir diesmal nicht rein, schade eigentlich. Vielleicht hätten wir wieder so eine schwarze Gestalt gesehen, die gerade wieder auf Toilette geht. Wo muss ich jetzt hin? Wir sind gerade im vierten, das heißt... Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Guck mal, ob hier was ist. Oder müssen wir vielleicht nur den Ort verlassen? Ja, I have no idea. Okay, hier ist nichts mehr. Wir ducken uns. Nicht, dass er durch die Fensterscheibe gucken kann. Ja, also das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die ich noch kenne, dass wir wieder runter müssen. Ich würde gern zu 1, aber das geht nicht. Ach, warte mal, sind wir in einem... Wir sind doch in einem anderen Gebäude drin. Das heißt, rein theoretisch müsste das... Ja, ich glaube schon, das... Mal gucken. Kommt mir das bekannt vor? Ich glaube schon. Warte mal, was haben wir eingesammelt? Finde Jane. Ein Amulett, können wir das tragen? Geistesstudentin 10 von 18, Jane 6 von 11, Preta 5 von 5. Doch, hier waren wir schon. Was haben wir vergessen? Was haben wir vergessen? Hier komme ich halt noch nicht rein, ne? Das habe ich vergessen. Ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Ich habe wahrscheinlich irgendwas im Raum liegen lassen. Das war wahrscheinlich nicht nur... Ich komme auch nicht rein. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel. Und das wird bei der Frau mit dem Messer sein. Guck mal, hier waren wir ja auch. Ich muss wieder nach oben. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Irgendetwas. Irgendetwas. Mal gucken. Ist sie noch da? Sie scheint nicht mehr da zu sein. Ist auch nichts. Ich weiß nicht, irgendwo, ich habe keine Ahnung. Ich habe bestimmt irgendwo etwas vergessen. Aber sie ist jetzt auch weg. Vielleicht war ich doch richtig. Hier ist auch überall das ganze Blut dran. Guck mal, hier.
Was ist das denn jetzt? Brief von Cherry. Liebe Eltern von Shane, mein Name ist Cherry und ich muss Ihnen etwas über Shane erzählen. Es geht ihm nicht sonderlich gut in letzter Zeit. Ich glaube, er wurde verflucht. Wir sollten nicht zusammen sein. Was? Wir sollten Sie nicht zusammen sein lassen. Okay, so. Zu Shanes eigener Sicherheit, bitte glauben Sie mir. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Vielen Dank. Also, wir haben einen Zettel gefunden, aber das war's auch schon. Also klar, ist cool, dass wir ne, was entdeckt haben, aber das war's ja auch schon. Ich muss definitiv runter. Ich habe hier doch nichts vergessen. Ich dachte zuerst, dass, weil der Schrank hier halt so voller Blut ist, dass ich da irgendetwas machen muss. Aber ist wohl doch nicht so. Hier hinten ist zum Beispiel gar nichts. Öffnet sich hier vielleicht irgendwo was? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Die Tür war zu, glaube ich. Ja. Hier ist nichts. Die Tür ist zu. Die war zu. Ja, wir gehen runter.